So Leute, neue Folge Release Radar. Wir haben wieder die besten Trailer rausgesucht für den Spielemonat Juni. Und ich weiß nicht, was kommt. Also ich habe auch die Spiele nicht rausgesucht. Das war Nikola und Bobby, glaube ich. Ne? Genau, alle Beschwerden zu uns. Genau, alle Beschwerden nicht zu mir auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal, was? mental@bonfire.de, das ist meine E-Mail-Adresse, da könnt ihr gerne hinschreiben. Achso, ja, genau. Meine auch übrigens. Wir teilen uns. Das ist Postfach, ja, genau. Wir teilen uns die E-Mail-Adresse. Okay, wir gucken jetzt hier mal auf die Games. So. Muss ich noch was machen? Fall das. Destiny 2. Ach so, ja. Das sehen wir ja hier auch noch im Stream. Der letzte DLC wahrscheinlich für Destiny 2. Sollte tatsächlich heute kommen eigentlich schon ein Video dazu, aber also wo wir nochmal das letzte DLC spielen. Aber leider wegen Wartungsarbeiten hat das nicht funktioniert. Ja. Aber wir haben das bald nachholen können. Und dann am 4.6. Why I brought you back. Das hat so Bock gemacht das letzte Mal. Ein unterschätztes Spiel. Na gut, ist gar nicht unterschätzt. Ich kenne sehr viele Destiny-Fans tatsächlich. The truth is, aber halt auch nur ein CGI-Trailer. I didn't know then. It was just a feeling. Also die Welt, die da aufgebaut haben, als wir da mit Satrix das letzte Mal irgendwie da durch diese Welten da gehüpft sind und so weiter, ist schon krass, was die da designt haben an Welten und Level-Design und so, ist schon abgefahren. In der Lore bin ich ja überhaupt nicht drin, aber... Ich sehe gerade, Destiny 2 kam 2017 raus. Das ist schon beeindruckend, wie lange ich so ein Live-Service-Game halten kann. So I'm asking you one last time to rise. Das Gunplay ist einfach überragend in dem Spiel. Das kann Bungie sehr gut. Nach Halo. Okay, nächster Trailer. Live by You. Paradox. Einer der Sims-Contender, die jetzt dieses Jahr alle rauskommen. Paradox ist doch, die machen da immer die ganz krassen Simulationsspiele. Strategiespiele, ja. City Skylines haben die. Aber auch da haben die Hardcore-Sachen. The Larvis. Was ist das, sowas wie Sims? Genau, das ist so einer der Sims. Es gab ja nicht viel Konkurrenz zu Sims bisher. Mhm. Also quasi gar keine. Das ist jetzt quasi einer der ersten. Eigentlich interessant, ne? Dass so erfolgreich wie Sims eigentlich war, dass es irgendwie nie jemanden gab, der das irgendwie contestet hat. Der Last in City, gab ja auch nicht viel Konkurrenz. Mhm. Haben sie die Skylines von Paradox? Jetzt kommt vielleicht Life by You gegen Sims. Paradox. Und wieder verschoben, echt? Das ist noch ein alter. Oh, dann habe ich. Okay, jetzt habe ich erst mal zusammengestellt. Das ist ja lustig. Wurde verschoben auf unbestimmte Zeit. Nikola. Tja, dann vergesst es, was ihr hier seht. Das ist schade, weil das war einer der Patrons. Aber ich sag mal so, grafisch haut mich jetzt nicht vom Hocker. Nee, das stimmt. So ganz ich mach mal weiter. Star Wars Hunters, ja gut. Ist auch schon ewig angekündigt. Ich glaube MOBA in Star Wars. Ach, was ist das? Das kenne ich gar nicht. Das ist ein Handyspiel. Ja, genau. Ich war ja vor ein paar Jahren mal Switch-Redakteur und da habe ich das mitbekommen damals. Schon ewig her. Du warst Switch-Redakteur? Ja. Was ist denn Switch-Redakteur? Dann schreibt halt für ein Spiel deine Nintendo Switch. Für eine was? Für Spiele, die auf Switch erscheinen. Aber für wen, für welches, wo hast du es gepublished? For Players. Du hast für 4 Players geschrieben? Ja, für so eine Unterpartner-Players.
Nikola, ey, es ist unglaublich, was ich nach all der Zeit immer noch über dich erfahre. Schreiben wir mal eine Bewerbung drin. Hast du nicht gelesen? Skandale. Nee. Ich hab dich empfohlen, weil du gut in Counter-Strike bist. Das stimmt. Das ist auch sehr richtig und sehr wichtig. Das war meine. Ich hab gesagt, nee, das ist ein guter, der kann gut Counter. Der gibt mir immer gute Tipps bei Counter-Strike. Ich glaube, was da was haben, das sind jetzt nicht mehr so viel. Außer ein kaputten ATS-T, der ist ganz hübsch. Was ist das, sowas wie Dings hier? Overwatch. Oder was? Ja, oder MOBA vielleicht, die machen da gerade ein bisschen. Oder ja doch, Overwatch mit dem. Ja, das hat sich ein bisschen an. So ein bisschen Overwatch-Vibes. Ja. Killer Clowns from Outer Space, the game? Was ist jetzt das? Ein Film von 1988. Ne, das weiß ich, aber also, das Spiel. Ja gut. Der Film ist natürlich ein Kultfilm. Ich glaube, so ein Team vs. Team Spiel, oder? So ein bisschen Dead by Daylight. Okay. 2 gegen 4 oder sowas. Die Clowns gegen die... Ich glaub's. Ah, okay, also Friday the 13th. Ja, genau, das ist auch vergleich. Mehr zu tun, ja. Ah ja, dann müssen sie irgendwas rumfummeln. Okay, aber das sieht auch aus, als ob es vor 10 Jahren erschienen ist, ehrlich gesagt. Habe ich auch nur rein, weil du ja den Film vielleicht kennst. Ey, manche Spiele, ne, da weiß man einfach nicht, also bei manche Spielen sehen so krass aus und manche Spiele sehen einfach 10 Jahre alt aus. Also wenn das könnte auch original 10 Jahre alt sein und keinen wird's wundern, oder? Da würde keiner sagen, ne, das glaube ich nicht. Okay, machen wir weiter. Monster Hunter Stories? Hä, ja, das ist doch schon alt. A remastered version. So. Now fully voiced. Okay, Monster Hunter Stories ist ein super Spiel. That's some gnarly power you got there, kid. Shut up! What good are you? You did awesome! Das kann man gut zocken, das ist ein gutes JRPG auf jeden Fall. Okay, 14.06. Monster Hunter Stories. Still Wakes the Deep. Habe ich auch noch gar nichts von gehört. Was ist das? Ist das ein Horrorspiel auf einer Bohrinsel oder was? Da krieg ich direkt Metal Gear Solid 2 Vibes hier, wie ich das sehe. Was ist das?
ein Simon-Spiel. Ich finde, das sollte ein eigenes Genre sein. Das Simon-Genre. Ein Simonster. Das doch mit Gruseln und Erschrecken. Glaube ich nichts für mich. Aber es sieht eigentlich ganz nett aus. Habe ich noch gar nichts von gehört. Still Wakes the Deep. Demnächst bei Simon. Peggy 16. Oh, was könnte das denn sein? Das habe ich noch nie gesehen. Na komm, wir gucken es uns einfach trotzdem an. Kann ich schon mitsprechen. Aber warum ist die Qualität so schlecht? He wields love to shrive clean the hearts of men. Elden Ring. There is nothing more terrifying. Oh Leute, ich krieg Gänsehaut, ich kann nichts an, ich kann nichts dafür. Ich lieb einfach alles daran. In that forsaken place, blood must spill. Blood of your fellows. They are truly faithful. They were never saints. They just happened to be on the losing side of a war. 3 Wochen noch, Leute. Bisschen mehr. Mother, da ist er, Mesmer. Das ist ein mieses Schwein. Mesmer the Impaler. Luigi's Mansion 2 HD. V
vom GameCube auf die Switch. Ich habe noch nie wirklich einen Luigi's Mansion gespielt. Aber ich glaube, die sind geil. Kam der zweite nicht für 3DS raus? 3DS. Du hast recht. Und Teil 1 habe ich auch nochmal auf 3DS gebucht. Nintendo macht's schon geschickt, ne? Die remaken nur noch. Also nicht nur noch, aber hauptsächlich. Entsteht es eigentlich bei Nintendo oder bei einem anderen Studio? Das ist eine gute Frage. Weil ich glaube, bei Mario's RPG haben sie es auch outsourced. Das ist eine sehr gute Frage. Ja, du kannst im Prinzip alle 10 Jahre kannst du nochmal die alten Sachen rausbringen, weil es wieder eine neue Generation gibt, die sie nicht kennt. Das ist wahr. Brauchst gar nichts Neues mehr erfinden. Vor allen Dingen Spiele so aus der PlayStation 1, PlayStation 2 Ära auch, weil die Grafik da halt einfach so schlecht gealtert ist. Aber die Spiele trotzdem gut sind, kannst du die halt in einigermaßen neuer Optik nochmal echt gut rausbringen und nochmal spielen. Deshalb passiert das ja auch so oft. Ja, bei GTA haben sie es nicht ganz gepackt. Bei was? Bei GTA? Ja, da haben sie auch die 3 San Andreas und Vice City. Ah, die haben sie verkackt, ne? Ja, auf Unreal Engine gehoben und hat nicht so ganz funktioniert. Aber das war auch nicht Rock... War das Rockstar? Ja, eine Unterfirma von Rockstar. Grove Street Games oder so. Ist auch lustig hier, die... EGAD. Ja, stimmt. Fast. Stimmt. Dreck weg. 0815 war das, oder? Mhm. Okay, sind ja auf Englisch. Ah, das war's schon. Das war's schon, ja. Release Radar Games. Was wolltest du noch sagen? Es kommt noch Kingdom Hearts 1.5 und 2.5, glaube ich, auf Steam. Das habe ich noch nicht aufgenommen. Mhm. Ist auch nicht schlecht, soll ein guter Remake sein. Ist auch schon uralt, ne? Kingdom Hearts 1. Auch schon ewig her. Auch PlayStation 2 Ära. Hm. Stimmt, auch wieder remaked. Ja? Ja. Ach, ja. Aber ja, Luigi's Mansion 3 wurde auch von einer kanadischen Firma entwickelt, die zwar Nintendo gehört, aber ist ganz spannend, dass die viel aushausen gerade. Und die machen jetzt auch Luigi's Mansion 2 HD. Okay. Da hätten wir das auch geklärt. Das sind die Games im Juni, aber natürlich überschattet vom Earth Tree für mein, zumindest, gut, das kommt ja erst Ende Juni raus, aber wer braucht noch was anderes? Schreibt mal gerne in die Comments, was für euch das Spiel des Junis ist.